Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Wir alle werden den Tag nicht vergessen der islamischen Terroranschläge in Brüssel. Und wir trauern um 32 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Über 300 wurden zum Teil schwer verletzt. Aber ich glaube, die EU hat nicht die richtigen Lehren daraus gezogen. Mindestens drei der Täter sind in Belgien geboren worden. Sie hatten die belgische Staatsangehörigkeit. Sie haben sich in Belgien radikalisiert. Sie haben eine Terrorzelle gebildet, um das Land einzugreifen, in dem sie groß geworden sind, um die Menschen zu töten, die ihre Nachbarn waren. Die Täter waren zum Teil in Belgien integriert in ihre Parallelgesellschaft. Sie waren nicht integriert in die belgische Leitkultur. Multikulti ist gescheitert. Wir Europäer müssen uns auf unsere Leitkultur besinnen und wir müssen diese Leitkultur verteidigen. Weniger Multikulti und mehr christlich-abendländische Leitkultur.